FOVET, so heißt das Downloadplan-Bauplanmodell aus dem Magazin Flugmodell, Ausgabe 7 und 8, 2020. Konstruiert von mir, Hilmar Lange, und ich freue mich, Ihnen diesen schönen Segler einmal vorstellen zu dürfen. Gesteuert wird FOVET über Höhe und Seite sowie Querruder. Und als zusätzliche Funktion haben wir noch Störklappen, um aus größerer Höhe sicher absteigen zu können. Und natürlich die Motorsteuerung, denn FOVET ist als Elektrosegler gedacht. Die Spannweite beträgt 2,60 Meter bei einem Abfluggewicht von etwa 1,6 Kilo. Dabei besteht FOVET ganz aus Holz mit einem Rippenflügel und einem vollbeplankten Balsarumpf mit Sperrholzrippen. Völlig unkritisch und erstaunlich langsam zeigen sich die Flugeigenschaften von ihrer gemütlichen Seite. Der Einsatzzweck richtet sich auf den eher beschaulichen Feierabend- und Thermikflug. Als Antrieb kommt ein 130 Gramm Außenläufer mit 1060 kV zum Einsatz, gemeinsam mit einer Luftschraubenaufnahme passend für den EasyGlider 4 und 11 Zoll Blättern. Gemeinsam mit einem 3S 2200 mAh LiPo sorgt dies für hinreichend kraftvolles, aber nicht überzüchtetes Steigen. Das Abrissverhalten ist so unproblematisch, dass man auch eng kreisen kann. Dabei möchte FOVET mit erfahrener Hand gesteuert werden, weil sie in den Kurven ein definiertes Abstützen mit dem Querruder einfordert. Im Bauplan integriert ist eine ausführliche, kleinschrittig bebilderte Bauanleitung. Für solch ein Holzmodell sehr ungewöhnlich, der Plan ist im DIN A3-Format erstellt, liest sich wie ein kleines Buch und bietet Ihnen dadurch automatisch eine tolle Unterstützung bei der Arbeitsplanung und Herangehensweise. Laden Sie sich die PDF-Datei kostenlos herunter von der Website www.flugmodell-magazin.de. Klappen.